Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben endlich mal wieder eine Festival-Ankündigung. Denn, ja, der Sommer ist leider zu Ende. Oh Gott, wie ich ihn vermisse, ihr habt keine Ahnung. Aber gut, wir lassen uns davon nicht unterkriegen und von den Winterdepressionen erst recht nicht. Wir gehen weiterhin so gut wie jedes Wochenende auf ein Festival. Zumindest war das der Plan. Und dafür wollte ich eine kleine Vorankündigung mal wieder machen. So wie letzten Frühjahr. War das Frühjahr? Ich glaube schon. Denn auch in den Herbst- und Wintermonaten geht es ordentlich weiter. Ich habe auch schon Pläne bis Januar, Februar, sogar schon wieder bis in den März rein. Ich werde heute aber erstmal bis Dezember gehen, so weit ich nämlich jetzt selbst auch ungefähr irgendwie planen kann. Und zwar geht es diesen Samstag, das heißt, wenn das Video online ist, übermorgen schon los mit der Incubus Night Volume 2 im Jugendzentrum in Bamberg. Das ist mehr oder weniger Heimspiel für mich, meine alte Heimat sozusagen. Darum habe ich mich für dieses kleine, aber feine Festival entschieden. Auf dem spielen Somnium, Captare, Birth of the Wicked, Needle und Lunatic Man's Dream. Ich hoffe, ich habe die richtig ausgesprochen. Ich übernehme keine Garantie für falsch ausgesprochene Band- oder Festivalnamen. I'm sorry. Auf jeden Fall habe ich es nicht allzu weit dahin und mit 5 Euro Eintritt, finde ich, kann man da auch spontan mal vorbeigucken. Also wenn ihr in der Gegend seid oder nicht so weit anfahren müsst, dann schaut vorbei. Nach Halloween am 2. November geht es weiter mit dem SES-Fest. SES-Fest? SES-Fest in Würzburg im B-Hof. Da war ich tatsächlich auch noch nie. Aber das checken wir mal zusammen aus, würde ich sagen. Die Kamera nehme ich nämlich mit. Das ist das Festival von der Band Sasquatch und ich denke, das wird auch ziemlich cool. Mit Kafkaesque, Lunatic Man's Dream mal wieder. Und Entoria. Vielleicht kommt auch das ein oder andere Interviewspiel zustande. Dann wird im November nicht mehr allzu viel passieren, denn wie einige von euch vielleicht schon wissen, bin ich ein November-Geburtstagskind und meine beste Freundin hatte auch Geburtstag. Das heißt, 2 Samstage werden dann für Privatfeiern draufgehen, sozusagen. Am 23.11. bin ich vielleicht dann wieder in Würzburg. Könnte auch sein, dass es mich nach Geiselwind verschlägt. Ich habe mich da noch nicht so ganz festgelegt. In Würzburg wäre das When Darkness Conquers in Kairo, Würzburg. Das ist, glaube ich, das Würzburger Jugendzentrum. Dort spielen Imperium, Dekadenz, Rimruna, Waxheim, die wir dieses Jahr auch schon gesehen haben, und Vehemenz, die wir dieses Jahr auch schon gesehen haben. In Geiselwind würde Skid Row spielen. Das wäre allerdings eher ein Konzert als ein Festival. Deswegen hat es ja eigentlich nicht allzu viel verloren. Egal. Dann steht auch schon das große Winterfestival an, nämlich das Ruhrpott Metal Meeting, worauf ich mich wahnsinnig, wahnsinnig freue. Ich habe leider noch keine Rückmeldung von den Veranstaltern bekommen. Ich hoffe, das kriegen wir noch geregelt. Auf jeden Fall ist das das größte Festival, was jetzt bei mir im Winter noch ansteht, worauf ich mich wahnsinnig freue. Denn abgesehen von super krassen Bands wie Queensryche, Cataclysm, Insomnium, Battlebeast, Whitechapel, Kiss and Dynamite, The Black Dahlia Murder, Flesh God, Acopolypse, Necrophobic, Debauchery, Discarnate und Oakhilly Dokilly. Also abgesehen von ziemlich coolen Bands werden wir da auch viele, viele YouTuber antreffen. Ich hoffe natürlich, euch da zu sehen. Genau, so schaut's aus. Nicht nur YouTuber sollen dahin, auch andere. Also schwing die Hufe, ab in den Ruhrpott, in der Turbinenhalle in Oberhausen. Also da gibt's auch keine Ausreden von wegen, das Wetter ist schlecht oder es ist kalt. Und ich weiß nicht, wie es da mit Glühwein ist, aber Spezi haben die da bestimmt. Am 13.12. geht es dann auch bei mir in der Heimat weiter, und zwar mit dem Schepperchor im E-Werk in Erlangen. Da bin ich ziemlich gespannt drauf, denn ich will schon seit Ewigkeiten mal auf eine Schepperchor-Veranstaltung gehen und schaffe es nie. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Ich hoffe es sehr. Am 13.12. spielen da Meloko. Oh, das Video muss ich auch noch schneiden. Heroin.
Heroin, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, A Feast for Crows und Revenges. Ja, und für jeden, der Weihnachten mal ein bisschen härter feiern möchte oder am besten gar nicht feiern möchte, so wie ich, also wer ein Grinch ist, so wie ich, der könnte sich den 26.12. vormerken. Da ist nämlich Dämonentanz in Trockau. Hämatom sind die Gastgeber dieses Festivals. Aber abgesehen davon spielen da auch noch Ruskaya, Unzucht, The Butcher Sisters, Kaiser, Merzfeld, Schattenmann und DJ H. Wahrscheinlich ist der Afterparty-DJ. Das kann nur gut werden, das habe ich schon so im Gefühl. Ist auch noch nicht fest, aber ich versuche dahin zu kommen, weil am 26. da brauche ich dann mal wieder was anderes als ständig Familie, Freunde. Und dann, was ich abseits von Festivals auch noch ankündigen kann, ist ein Livestream, den ich für Neujahr angesetzt habe. Ich wollte nämlich jetzt kein Jahresspecial-Video machen. Ich dachte, ich mache einfach einen Livestream, wo ich mit euch nochmal über 2019 spreche. Und wer Bock hat und live dabei ist, kann mir gerne dann im Chat Fragen stellen, die ich dann beantworten werde. Ich muss noch mal gucken, wo ich das mache, ob ich das hier auf YouTube mache. Da muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Aber wer mir auf Instagram und Facebook und oder Twitter folgt, ihr kriegt die Infos auf jeden Fall irgendwie mit. Ansonsten lasse ich es noch mal in einem meiner zukünftigen Videos fallen. Ist ja noch ein bisschen hin. Aber ich habe mir gedacht, an Neujahr macht eh keiner so wirklich wahnsinnig viel. Also ich kenne das so nicht, dass da irgendwas groß gemacht wird. Und ja, dann könnt ihr ein bisschen rumchillen, ich kann ein bisschen rumchillen, können ein bisschen alle zusammen über 2019 quatschen und was so die Pläne für 2020 sind. Aber jetzt starten wir erstmal fett in den Festival Herbst und Winter. Abgesehen von den Festivals stehen auch noch einige kleine Clubshows und Konzerte an. Da werde ich aber überwiegend ohne Kamera unterwegs sein. Bei dem einen oder anderen kann ich vielleicht noch mit dem Manager oder Veranstalter reden, dass ich die Kamera mitnehmen darf. Mal gucken, was wir machen können, okay? Okay, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, auf welche Festivals und Veranstaltungen ich euch vielleicht sogar antreffen würde. Würde mich nämlich freuen, wenn ihr euch auch traut, mich anzuquatschen, weil ich tue mir damit immer ein bisschen schwer, auf fremde Leute zuzugehen oder mir jetzt nicht so bekannte Leute. Also wenn ihr mich irgendwo rumeiern seht, dann quatscht mich an, schreibt mir in die Kommentare, wo ich dann mit euch rechnen kann. Und dann machen wir Party und trinken eine Spezi zusammen. Meine Hasen randalieren. Egal. Okay, danke, tschüss! Eigens, das ist das Festival von der das ein oder andere in der ich kann heute nicht mehr sprechen. Es ist zum Kotzen. Ah! Dezember. Ich kann die Bands nicht aussprechen. Das ist so kacke. Da freue ich mich sehr drauf, denn da freue ich mich sehr drauf. Das sage ich bei jedem Festival.